Ja, hallo Pflanzenfreunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Und zwar heute werde ich dann mal meine Paprika endlich umpflanzen, denn die ist mittlerweile schon richtig groß geworden, wie ihr auch schon in dem letzten Update gesehen habt. Und unter anderem natürlich auch Blüten entwickelt. Und zwar, da seht ihr die, mittlerweile auch schon schön weiß. Es sind auf jeden Fall noch mehrere dabei. Da oben kommen noch welche raus. Dann da auch nochmal, also da ist einiges los, hatte sie jetzt am, da oben ist auch nochmal eine, am Wochenende dann draußen gehabt, oder beziehungsweise die letzten Tage jetzt einfach mal, wo die Sonne so schön war, habe ich sie quasi draußen gehabt, da ist jetzt noch eine. Und ja, das Ding ist natürlich enorm gewachsen, habe es jetzt ja auch unten jetzt hier mit Nährstofflösung im Wasser stehen gehabt, weil ihr ja schon seht, dass die Wurzeln rauskommen. Deswegen habe ich das dann hier unten direkt reingestellt, damit die Pflanze sich quasi die Nährstoffe schon mal direkt ziehen kann. Aber heute, wie gesagt, soll sie dann umgepflanzt werden, und zwar erstmal in diesen Topf hier. Und wenn das Ganze dann noch größer gewachsen ist, dann kommt er später in diesen Kavemsmann zum Balkon. So mein Plan. Ja gut, fangen wir mal direkt an. Ich habe hier ganz normales Kokossubstrat wieder. Schön locker flockig. Einfach mal ein bisschen was reingefüllt. Unten am Boden erstmal, und dann schauen wir uns erstmal die Pflanze jetzt hier an. Stellen wir hier den Becher zur Seite und ich versuche jetzt das ganze Ding unbeschadet rauszubekommen. Wie gesagt, das war ja unsere berühmte Paprika aus dem Ausguss gestern, ja. Bisschen drücken und ich hoffe mal, ich kriege die Wurzeln jetzt auch unbeschadet raus, denn das wird nicht ganz so einfach werden, weil die sich doch sehr stark verwurzelt hat. Oha, man sieht schon, da sind einiges an Wurzeln dran. Aber jetzt kommt sie. Jawohl, da ist sie. Und ihr seht schon, der Pott war um einiges zu klein. Die Wurzeln haben sich jetzt schon teils an den Seiten Platz verschafft. Deswegen wird es jetzt unbedingt Zeit, die umzupflanzen. So, und zwar setzen wir das Ding dann hier rein. Ja, komm, ein bisschen Erde kann auch rein. Es ist mir ein bisschen zu wenig Erde drin. Damit die ein bisschen höher steht. Schön locker. Natürlich, das Wasser kann unten abfließen. Kennt ihr ja. Und um Staunässe quasi zu verhindern. Ja, komm, noch ein bisschen mit rein. Und dann müsste das eigentlich schon gehen. Hoffe ich mal. So. Hier auch meine neue Schippe, habe ich euch letztens schon mal vorgestellt. Sehr cooles Teil, recht günstig und sehr stabil für eine Markenschippe oder Schaufel. Sehr robust, habe jetzt schon einige Male mitgearbeitet, bin sehr zufrieden. Und ja, wie gesagt, den Link habe ich euch unten noch wieder eingesetzt, wenn ihr das gerne erhalten möchtet. So, jetzt setzen wir das Ding rein, so sieht das dann aus. Und jetzt machen wir da halt Erde drauf quasi. Und hoffen mal, dass es hier vernünftig funktioniert. Erstmal in die Zwischenräume rein. Dass wir nicht allzu viel Luft haben und dass die Pflanze natürlich ein bisschen Stabilität bekommt, ganz klar. Ich hoffe, man sieht das noch einigermaßen. Aber wenn ich fertig bin, werde ich es dir nochmal genau zeigen. Jo, Wetter war ja sehr schön die letzten Tage. Jetzt hat es heute mal wieder geregnet gehabt. Naja, was willst du machen? Ist halt so. Ist halt April, ne? Der April macht, was er will. Kennt man. So, jetzt stampfe ich mal ein bisschen auf, dass sich hier alles schön in die Lücken verteilt. Und wie es aussieht, müssen wir die wahrscheinlich auch bald stützen, da die sonst doch recht unstabil steht.
Jetzt sieht dann halt natürlich weiter, weiterhin auch düngen, ist ganz klar. Das ist wichtig, da sie jetzt ja in Blüte steht oder beziehungsweise anfängt zu blühen und dann müssen sie natürlich ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Ganz klare Geschichte, damit sich dann bald auch unsere Paprikas bilden. Jo, dann sind wir auch schon fertig. Wieder ein kürzeres Video heute. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, aber am Wochenende kommt auf jeden Fall wieder ein neues Update-Video. Könnt ihr euch doch freuen. Und so sieht das Ganze dann quasi jetzt aus. Ich werde dann noch ein bisschen leicht anwässern und dann im Prinzip noch ein bisschen düngen. Und dann gucken wir mal, wie die Pflanze sich weiterhin entwickelt. Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann am Wochenende zu meinem Update-Video. Bis dahin, euer Manuel. Ciao.